Herzlich willkommen zurück zum Trading-Tipp in der Mitte der Woche. Ja, heute haben wir uns mal Zalando rausgesucht, aber nicht als Kaufen, sondern als Verkaufen, denn es sieht sehr, sehr schlecht aus für den Modeanbieter, denn beziehungsweise für die Modeplattform, denn seit Anfang des Jahres hat die Aktie schon minus 20% gemacht. Wir werden es gleich auch mal auf dem 10-Jahres-Chart sehen. Seit IPO, der mit 21 Euro damals rausging, sind wir jetzt auch schon weit drüber, heißt auf einem 10-Jahres-Tief. Wir sehen es hier, die Aktie ist auf Talfahrt. Wir haben heute Morgen schon minus 4,9% gemacht. Gestern hatte ich mit meiner guten Kollegin Sarina Rosenbusch in Kempers Börse meinen Podcast auch nochmal ganz explizit über Zalando gesprochen und sie hat auch gesagt, die Aussichten für die nächsten Wochen und Monate sind absolut nicht gut. Deswegen haben wir uns dann gedacht, dass man hier mal einen Short traden könnte. Zeig uns doch nochmal einmal den 10-Jahres-Chart. Genau, wir sehen es hier ganz schön. Wir hatten Mitte Corona hatten wir hier das Hoch von 105 Euro und jetzt stehen wir bei 16,35 auf dem absoluten Tiefstand, wie gesagt, seit IPO, der ungefähr mit 21,20 Euro damals voranging. Deswegen schauen wir mal auf den Schein, den wir heute dafür haben, von unserem Partner Morgan Stanley natürlich, wie immer. Heute mal ein Faktor Short Zertifikat mit der Kennnummer MB28M6, kostet 32,74 mit einem Faktor von 3. Stopp legen wir mal bei 33,50. Und dazu, das hatte ich gerade vergessen zu sagen, wir haben heute Morgen auch nochmal zwei Kurszielabsenkungen. Einmal von Barclays von 25 runter auf 21 Euro und von Otto von 37 auf 34 Euro. Dann gestern im Trading-Tipp hatten wir Shopify. Der Schein ist bisher noch nicht, gestern ist er ganz gut gelaufen, heute Morgen haben wir wieder minimal verloren. Aber das ist, wie gesagt, das sind Scheine, die ein bisschen länger laufen, heißt also, mit den guten Neuigkeiten bei Shopify, da kann man auf jeden Fall noch mal weiter drin bleiben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge Trading-Tipp. Bis dahin, machen Sie es gut.